Nerdzone. Sieh mal an, wer der ist. Strife. Du weißt, wer ich bin. Ja, ich habe deine Schwester getroffen. Sie war viel dicker als du. Aber nicht so hübsch. Was willst du, kleiner Reiter? Malgros, der Schänder. Für dein Komplott mit Lucifer. Deine unzähligen Verbrechen gegen die Schöpfung und auf Befehl des Rats verurteile ich dich hiermit zum Tod. Du kommst zu mir allein, bedrohst mich und glaubst, du spazierst einfach wieder hier raus. Klingt witzig, wenn du es so sagst. Ich zähle jetzt bis drei. Wenn du dann noch hier stehst, werde ich deinen Leichnam auf Arten schänden, die du dir nicht einmal ausmalen kannst. Und die Reste an meine Jungs verfüttern. Sie lieben Pferdefleisch. Eins. Zwei, drei! Tut mir leid. Wir sind in Eile. Oh, und ich bin nicht allein. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Darksiders Genesis auf der Nintendo Switch. Ich habe das Spiel schon auf der Gamescom spielen dürfen. Da ist es absolut perfekt gelaufen. Und jetzt bin ich schon gespannt, wie es sich performance-technisch und auch grafisch auf der Switch schlagen wird. Ja. Es ist auf jeden Fall komplett auf Deutsch. Und das ist gut so. Zurück. Neues Spiel. Privat. Joa. Und los geht's. Beziehungsweise schauen wir mal, wie die Ladezeiten so sind. Das Intro war auf jeden Fall schon mal cool. Naja, die Ladezeit ist schon mal nicht die kürzeste, aber bleibt zu hoffen, dass das nur bei der ersten Ladezeit so ist. So. Ich lese das mal vorher. Die Reiter wurden von dem Rat ausgewählt, sich gegen ihre Brüder und Schwestern zu stellen und erhielten große Macht zur Wahrung des Gleichgewichts. Nun ist ihnen eine Grabstätte und die junge Menschen muss sich woanders eine friedliche Existenz aufbauen oder so. Die Reiter sind zum Rat zurückgekehrt und erwarten ihren nächsten Auftrag. Trauert nicht, zweifelt nicht. Euer Handeln in Eden war tragisch, doch notwendig. Eden war der Menschheit bestimmt, nicht den Nephilim. Es war ein großer Sieg für das Gleichgewicht,
Für euch, Reiter. Sieg? Wo sind Death und Fury? Das spielt keine Rolle. Eure Aufgabe liegt anderswo. Lucifer, Fürst aller Höllen, plant noch immer den Untergang der Menschen. So schwach sie auch wirken, diese jungen Kreaturen sind wesentlich für das Gleichgewicht. Wir glauben, der Dämon Samael, Hüter des Schwarzen Steins, konspiriert mit Lucifer. Findet Samael in der Hölle, beendet dieses Komplott, dient dem Gleichgewicht, zeigt ihnen, was es kostet, dem Rat zu trotzen. Samael, na denn, für das Gleichgewicht. Das hätte der Rat erwähnen können. Er hat viele Feinde. Doch nur wenige sind stark genug, ihn direkt anzugreifen. Also, wer das noch nicht kennt, das ist kein typisches Darksiders-Spiel. Das wird wohl nicht nur eine schnelle Stippvisite. Das ist nämlich eine dem Spiel Diablo nicht unähnliche Perspektive, würde ich mal sagen. Ja, nicht. Eins ist sicher. Wir nehmen nicht die Vordertür. Gehen wir näher ran und sehen uns um. So, und hier sehen wir schon. Das sind wir. So, sehen wir uns mal das oben links ist unsere unser Leben und auch das des zweiten Charakters. Unten links können wir Trank nutzen, deine Fähigkeit. Mit L und R steigen wir ab. Und mit L und R steigen wir auch wieder auf. ZL ist, okay, ist ein Sprint. Y. Okay. Und mit ZR schießen wir. Also das ZR ist immer der Fernkampfangriff und Y Nahkampfangriff. Wenn wir absteigen, sieht das ähnlich aus, nur wird aus dem Sprint wird ein Dash. Mit dem rechten Stick können wir zielen. Munition 1 feuern. Und auch mit Y einen Nahkampfangriff und mit X einen Schnellangriff. Fähigkeiten öffnen. Okay. So, also grafisch sieht's eigentlich recht cool aus. Der Kampf scheint schon eine Weile anzudauern. Die vorderen Mauern halten noch. Dort werden Samaels Truppen sein, sodass andere Stellen weniger gut geschützt sind. Schlägst du vor, wir schleichen uns hinein? Gute Idee, aber das klingt gar nicht nach dir. Das nennt sich Strategie. Klar. Natürlich auflösungstechnisch ist es jetzt nicht auf der Höhe mit der PC-Version. Aber bisher läuft es auch ganz gut. Wir haben allerdings auch noch keine Gegner groß gesehen. Jetzt geht's mal ein wenig los. Rein da.
Ah ja, springen können wir auch noch. Auch mit einem Double Jump. Eine Fährmannsmünze haben wir gefunden. Und er hier, Krieg, hat auch die Fähigkeit zu schweben. Ein bisschen. Besiege die Dämonen. 10 von 75. Da sind einige Dämonen am Werk. L und R, um das Pferd zu rufen, ja. Also hier die grünen Kugeln sind natürlich Leben. Was haben wir hier? Halte B nach einem Doppelsprung, um auf Luftwirbeln höher hinaufzugleiten. Also B ist der Sprung. Und wenn ich ihn halte, dann öffnet sich hier, öffnet sich die Flügel, und wenn hier ein Luftstrom ist, dann wird er nach oben katapultiert. Karte entthront, die Karte des schwarzen Steins. Und für Charakterwechsel halten wir L und B. Okay, jetzt bin ich Krieg. Hallo. Krieg hat keine Fernkampf. Ist aber auch nicht notwendig. Der haut so ordentlich rein. Also performance-technisch ist es jetzt nicht durchgängig 30 Frames, würde ich sagen. Eher im Bereich 20 herum. Aber stört mich jetzt im Moment noch nicht so wirklich. Pferde können nicht durch Pferdeblocker gerufen oder geritten werden. Noch eine Trophäe. Ja, das denke ich mir auch gerade. Zack. Ja, was es noch zu sagen gibt, das Spiel ist, wie die meisten vielleicht schon bemerkt haben, von schräg oben, von der ISO-Perspektive so quasi, und die Kamera lässt sich nicht drehen. Halte X, um eine Energiewelle nach vorne abzuschießen, die durch den Boden und jeden Gegner schneidet. Stärker aufgeladene Wellen haben mehr Reichweite und Schaden. Passiv: jeder Chaosfresser-Angriff hat die Chance, Schaden zuzufügen und Gegner umzuwerfen. Erhöht dauerhaft die Angriffskraft für jede erlangte Erweiterung. Wechsle jederzeit zwischen Strife und War. Wendig und mit seinen drei Pistolen
Also das haben wir eh schon gesehen, Strife eher der schnellere Fernkämpfer und War der langsame Nahkampf. Die Nahkampfmaschine. Strife und War können im Verlauf ihrer Mission neue Munitionstypen und Erweiterungen entdecken. Jede davon kann großen Einfluss auf ihre Kampfmöglichkeiten nehmen und ihnen die Oberhand verschaffen. Rüste jederzeit Munition und Erweiterungen aus. Also L halten und mit dem rechten Stick auswählen. Strife und War füllen ihre Zornanzeigen im Kampf auf, indem sie Zornseelen sammeln. Jeder Reiter besitzt eigene Zornfähigkeiten, mit denen er Schaden austeilen und Kontrolle ausüben kann. Nutze Zornfähigkeiten, sobald die Zornanzeige voll ist. L halten und drücken und drücke Y, X oder A. Das sind die drei Fähigkeiten. So, hier haben wir Munition Standardschuss. Beziehungsweise. Ups. Endlich geht's zur Sache. Eine Aufwärmübung. Auf welcher Seite stehen diese Dämonen überhaupt? Woher sollen wir das wissen? Die sehen alle gleich aus. Tut mir leid, das war unsensibel. Erledigt! Ein mysteriöses Objekt von einem gefallenen Gegner. Es pulsiert vor Energie. Oh, die hauen ganz schön rein. So. Das schon mal ein bisschen rum. Beziehungsweise werden wir da ein wenig den Fernkampf sprechen lassen. Und ich glaube, diese Finishing Moves mit A sind, glaube ich, ein probates Mittel, um so grüne Health-Kügelchen zu erhalten. Er hier hat hier dann den Erdteiler. Genau. Spring an einer Wand hoch, um Hebel zu greifen. So. Finde einen anderen Weg in den schwarzen Stein und erklimme irgendwas. So gefällt mir das. Genau, hier hat man es gesehen. Wenn ich einen Gegner normal kille, so wie ich es jetzt mache, erhalte ich nichts. Wenn ich ihn mit A kille, hattest mich fast. Dann bekomme ich auch ein paar grüne Kügelchen. Ups. Vielleicht auch noch zum Dazusagen. Oh. Wir können hier schon runterfallen. Hier ist auch eine. Ups, eine Karte. Schauen wir mal, ob wir hier auf die Schnelle sehen, wo wir sind. 4-Manns-Münzen, Schatzkarte. Info ausblenden. Ebene wählen. Wir sind hier, aber wo? Ich nehme fast an, wir sind
irgendwo hier, aber schauen wir mal. Wenn ich jetzt hier runter. Da ist die Brücke nochmal. Ich kann es jetzt echt nicht sagen. Oh, nicht runter, nicht runter. Also die Karte lesen kann ich noch nicht. Aber das wird schon werden. So, rauf mit uns. Ich glaube allerdings, ich bin jetzt nicht sicher, aber ich glaube, außerdem bin ich doof, ich glaube, da hätte ich gleich auch raufgehen können wieder. Ich glaube, dass man beim Dashen nicht runterfallen kann, sehr wohl aber einfach runterlaufen, das geht schon, wie wir gesehen haben. Das Pferd rufen geht sehr, sehr schnell. So, und hier sind wir wieder dort, wo wir runtergefallen sind, allerdings unten. Betätige einen Beschwörungsstein, um andere Spieler zu rufen. Das war quasi ganz der Anfang, aber nachdem wir jetzt hier runter können und hier wieder rauf können, können wir da weiterlaufen. Okay. Eins will ich trotzdem jetzt versuchen, ob ich mit dem Dash runter komme. Wenn ich den Dash erwischen würde, nö. Mit dem Dash nicht. Runterlaufen geht, aber dashen nicht. Sehr gut. So. Fährmannsmünze. Da geht's wieder rüber. Runter. Aber auch rüber. Ich will nicht wieder raufklettern. Das glaube ich, mit dem Aufzug. So, nochmal ein kurzer Blick auf die Karte. Ja, ich bin da noch etwas zu doof. Und da ist auch ein bisschen die Schwierigkeit mit der fixierten Kamera. Da kann es schon mal passieren, glaube ich, dass man nur falsch hüpft. Oh, der hält was aus. Auf in den Nahkampf. Her mit deinem Kopf. Was willst du mit meinem Kopf?
Solange ich mein Hirn will, da. Da ist nämlich nicht viel drin. Was ich. Mysteriöse Objekt. Was ich jetzt auch gut finde, ist, dass diese. Hier diese grünen und orangen Köpfe recht lange halten. Oder sogar ewig halten. Das weiß ich nicht, aber zumindest lange genug, um zuerst fertig zu kämpfen. Zerstöre das Seelentor mit Angriffen. Unsere Instruktionen waren recht mager. Das gefällt mir nicht. Mir auch nicht. Vielleicht setzt der Rat auf unsere Kreativität. Oder er stellt uns auf die Probe. Noch immer. Wir sind gebunden als Vollstrecker des Gleichgewichts. Probe oder nicht, wir befolgen Befehle. Hey, ich weiß, wozu ich mich verpflichtet habe. Ich sag ja nur. Zuerst zu Samael, falls er noch lebt. Jede Wette, wer auch immer Sammy angreift, unterschätzt ihn. Nicht wir. Also ich finde eigentlich auch die deutsche Synchro recht gut. Das ist ein Ende. Könnte auf jeden Fall schlimmer sein. Was ich auch zur Performance sagen kann, ist eigentlich ganz okay. Könnte durchaus schlimmer sein. Ich weiß immer noch nicht auf der Karte, wo ich genau bin. Also ich nehme an, dass ich jetzt gerade hier irgendwo bin. Aber so genau. Hier geht's rauf. Das ist ja eigentlich auch cool, weil das Ganze nicht nur flach ist, sondern wirklich auch in die Höhe bzw. in die Tiefe geht. Oh, Hallöchen. Das ist jetzt wieder so ein kurzer Moment, wo ich mir eine frei bewegliche Kamera wünschen würde. Ist hier zwar total cool in Szene gesetzt, die Umgebung. Allerdings wäre es hier für mich feiner gewesen, hier ein bisschen mehr Freiheiten in der ein wenig mehr Freiheiten in der Kamerasteuerung zu haben. Kann ich das zerstören? Ja. Das soll ich sogar machen. Okay, das war der erste Streich. Und der zweite.
ist vielleicht hier drüben. Da fühlt man sich auch schon irgendwie total mächtig. Ich muss allerdings nachher vom Pferd absteigen, um das aufsammeln zu können. Zumindest hier dieses mysteriöse Objekt hier. So, was steht jetzt hier? Drücke ZR in Reichweite von Geisterhaken, um dich zu ihnen zu ziehen. Wupp. Das ist der Geisterhaken. Hup. Das ist wieder eine Münze. Fährmannsmünze. Wir zerstören. Das ist richtig. Ihr zerstört. Ups. Ich würde gerne den Hebel ziehen. Jetzt. Oh. Okay. Bam. Autsch. Zahle den Preis. So, das sind die nächsten. Wenn die Gegner so einen roten Punkt über ihren Köpfen haben, dann kann man so einen Finishing Move anbringen. Ich glaube, dabei ist man auch dann unverwundbar. Wäre auch komisch, wenn es nicht so wäre. Weil das doch eine relativ lange Animation dann quasi ist. So, wir gehen mal hier. Ach ja, wir haben ja noch unsere Fähigkeiten. Ach. Das spielen wir ein bisschen hier durch. So. Das ist mal eine coole Fähigkeit. So. Ein kleiner Gegner. Ladungsschuss feuert eine Durchschlagskugel ab, kann bis zu dreimal für mehr Schusskraft und Größe aufgeladen werden. Super Serie feuert sofort voll aufgeladene Schüsse ab. Passiv erhöht dauerhaft die Angriffskraft für jeden erlangten Munitionstyp. So, das ist jetzt die Munition für Strife. Ladungsschuss feuern. ZR, wenn Platz 1 zugeht, also mit ZR Munitionsplatz 1 und mit R Munitionsplatz 2. Ja. Schießen verbraucht Munition.
ist Super-Serie aktiv, sind abgefeuerte Ladungsschüsse immer voll aufgeladen. Dann wechseln wir. Okay. Wechseln wir mal zu Strife, wollte ich sagen. Und hier haben wir den Standardschuss und so hätten wir jetzt den Ladungsschuss auf Munition 2. Hier eine kleine Jump and Run Einlage. Das sollte kein Problem sein. Da holen wir uns ein paar Lebenskügelchen. Okay. Mit A ist fallen lassen. Einmal runter. Oh, das war zu weit. Das war zu weit. Aber wir sind auch gleich wieder da. Oder relativ zeitnah wieder da. Ohne große Ladezeiten. Also nach kurzer Eingewöhnungsphase funktioniert das sehr cool mit dem Charakterwechseln. Braucht man mehr das brutale Haut drauf, nimmt man War, braucht man eher schnelle Schusskraft, ist Strife die Wahl. Samael weiß jedenfalls, wie man Eindruck schindet. Was meinst du, was diese riesigen Lavatürme kosten? Solche hätte ich zu Hause auch gern. Frag doch den Fürsten des Schwarzen Steins. Okay, ich glaube, wir haben das meiste. Also wie ihr die mysteriösen Objekte zählt, bin ich auch noch nicht ganz dahinter gekommen. Vorher ist ein paar Mal 2 von 30 gestanden, jetzt 3 von 30. Aber ich habe definitiv schon mehr als 3. So, da geht's dann rüber. Wie sieht's hier aus? Hier sieht's aus, als würde es hier weitergehen. Sollen wir nochmal zurück? Ich denke ja. Besiege die Feuerflöhe, die ihn entthront. Vornenzen. Ja, hier geht's definitiv weiter. Ich will allerdings zuerst hier rüber schauen. Hier rüber. Da haben wir doch was. Wir geben nicht auf. Das ist dein Urteil. Das ist dein Urteil. Ups, da sollte ich wohl nicht reingehen. So, hier habe ich, glaube ich, alles. Dann. Moment, zuerst holen wir uns noch die Truhe hier.
So, jetzt können wir das kaputt machen. Das wäre erledigt. Abgeschlossen. Jetzt schauen wir noch auf die Karte. Finde einen anderen Weg in den Schwarzen Stein und überwinde die Außenmauer des Schwarzen Steins. Okay, ich dürfte hier oben sein. Da bin ich rübergesprungen. Das sollte wohl hier sein. Nehme ich an. Oh, hier unten. Lass mir noch einen Schlüssel. Eine Münze. Falls das jetzt wirklich so sein soll, dann ist wohl hier, wo ich vorhin rübergelaufen bin, was Schönes. Außer der Tod. Ach komm. Vorhin ist das so schön. Hat das so schön geklappt. Wir verlieren auch immer ein wenig Leben. So, jetzt können wir mal hier rüber. Ein Trickschlüssel. Ich glaube, ich komme hier nicht mehr rauf. Nö. Okay, ich brauche wieder Gegner, um ein bisschen Health zu bekommen. Aber wir haben den Trickschlüssel. Der ist auch abgehakt, das ist gut. Eine Münze wäre hier noch irgendwo. Falls ich jetzt... ja, hier. Falls ich jetzt eben die Karte richtig deute. Die drei Münzen. Sehr gut. Hier könnte auch noch eine Truhe irgendwo sein. Das war schon alles. Ach ja, ich brauche Leben, habe ich gesagt. Für das Gleichgewicht. So. Also es dürfte wirklich so sein, dass die aktuelle Position nicht angezeigt wird, was ich eigentlich schade finde, aber ist wohl eine bewusste Designentscheidung gewesen. Also ein Level-Design ist richtig gut. Mit vielen versteckten Sachen, die es zu entdecken gibt. Das Gameplay fetzt, würde ich mal behaupten. Ich bin im Moment rundum zufrieden, muss ich gestehen. Und jetzt, wo ich weiß, ungefähr weiß, wo ich bin, macht es dann auch auf einmal Sinn. Und man kann auch so richtig ein wenig zumindest schauen, wo es was als nächstes zu tun gibt. Stirb! Ja, genau. Hier, ein Weg über die Außenmauer.
Schon wieder klettern. Schon mal an leichtere Ausrüstung gedacht. So, zum schnell rumlaufen. Das Pferd gecastet. Ein Casting-Pferd. Oh, hier ist noch die Truhe, die ich übersehen habe. Das war jetzt die kleine Truhe. Es ist auch noch oben eine Objekttruhe, wo ich aber ehrlich gesagt keine Ahnung habe, wie die aussehen könnte. Hier sind noch Gegner. Hier ist wieder 3 von 30 mysteriöses Objekt. Das, wie gesagt, verstehe ich noch nicht so ganz. Die Objekttruhe. Ah, hier ist sie ja. Oh. Eigentlich so gut wie alles erledigt hier. Glaubst du, das ist Moloch? So stark ist er nicht, aber es riecht nach ihm. Die Frage ist, warum? Die Hölle ist eine Schlangengrube. Brauchen Dämonenfürsten einen Grund, einander zu bekriegen? Glaube nicht, aber da nimmt sich jemand viel vor. Sie werden auf dem Weg zu Samael für Unterhaltung sorgen. Ich hoffe, er hat was Interessantes zu erzählen, sonst wird der Rat stinkig. Wenn wir nicht weitergehen, werden wir einen Leichnam befragen. Dieser Angriff ebbt nicht ab. Uns seinetwegen beeilen? Wie lästig. Eigentlich auch recht nette Dialoge hier zwischen den beiden. Oh, hier ist noch die... Komme ich da hin? Oh, komm. Ich will jetzt diese Münze noch kurz haben. Also einen Versuch wage ich noch schnell. Ja, also bei näherer Betrachtung sind die Texturen auf jeden Fall sicher nicht so scharf wie auf der PC, in der PC-Version. Auch die Framerate ist sicher nicht auf PC-Niveau. Ach komm. Aber das Spiel macht Spaß und es lässt sich wirklich top steuern. Außer wenn man so doof ist wie ich und in Panik gerät. So wie jetzt. So, nochmal in Ruhe. Einmal, zweimal festhalten. So. Einmal hier rüber. Und einmal hier rüber. Ach. Komm. Ach. Ja, hier würde ich mir wünschen, dass ich die Kamera ein wenig drehen könnte. Aber man kann nicht alles haben. Und wenn wir hier ein paar Mal sterben, dann holen wir uns halt von den Gegnern wieder
das Leben zurück. Jetzt steht hier 4 von 30. Ach ja, der zweite Munitionstyp sieht so aus. Der ist nicht, wie man hier an dem roten Balken sehen kann, der ist nicht unendlich. Aber ich kann hier ein wenig so rumballern und für die größeren nehme ich diese Munition. Das ist cool. So. Und wieder weiter mit War. Und hier passiert wieder was. Oh, Hallöchen. Ich gebe mein Leben für den Kampf. So, bevor er überhaupt noch zu uns kommt, ist er schon so gut wie erledigt. Und so geben wir ihm den Rest. Das ist ein Ende. So. Dann hier das Siegel zerschlagen. Da kracht's und rumpst's eigentlich ziemlich gut. Das ist natürlich im Nahkampf nicht die beste Idee. Was haben wir hier? Betätige die Nebeltür, um voranzukommen. Du kannst danach nicht mehr zurück. Okay, 5 von 10 habe ich gefunden. Gehen wir mal hier runter. Doch nicht. Okay. Nebenmission 3 von 3, die habe ich nicht. Nicht zur Gänze. Ah ja, und hier geht's nicht mehr weiter ran. Es haben eigentlich beide Charaktere ihre Vorzüge. Ich könnte jetzt ehrlich gesagt gar nicht sagen, mit wem der beiden ich lieber spiele. Beide was. Was in Teufels Namen? Ein Abgrundteufel, zurück! Verdammt, ist der riesig.
Wer kann so ein Ding kontrollieren? Moloch ganz sicher nicht. Bleib wachsam. So, die Hälfte hätten wir mal. Platz, Junge! Sitz! Oh. Das soll wohl dazu dienen, dass man sich wieder ein bisschen heilen kann. Diese einfältige Kreatur wird uns nicht aufhalten. So ein bisschen heilen wäre jetzt wirklich ganz gut. Dass auch das nächste mysteriöse Objekt wieder 34 und auch immer. Ein Geheimnis. Hoffentlich sind da nicht noch mehr. Wir haben schon genug Zeit verloren. Wir müssen endlich Samael erreichen. Mysteriöses Objekt. Ja, und somit würde ich sagen, war's das für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bam, bam, Mistkart.